Es kommt eine Protestbewegung in Gang, landesweit in China, und die hat ein Symbol. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein weißes Blatt. Das leere Blatt Papier steht für all das, was die Menschen in China sagen wollen, aber nicht sagen dürfen. In vielen großen Städten protestieren sie nun schon seit Tagen gegen die sture Null-Covid-Politik. Dagegen, dass sie eingesperrt werden seit Monaten, dass sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen, dass sie immer und überall kontrolliert und überwacht werden. Das ist es, was eine Diktatur im Inneren zusammenhält. Und die wird jetzt herausgefordert. Tamara Antoni. Shanghai am Abend. Hier war eine Demonstration angekündigt. Doch stattdessen sieht man vor allem Polizei. Wer sich auffällig verhält, wird festgenommen. Über westliche soziale Medien verbreiten sich Bilder vom Vorgehen der Polizei. Hier in der 11-Millionen-Stadt Hangzhou etwa werden immer wieder einzelne Personen von der Polizei festgehalten und gefilzt. Einige werden abgeführt. Wohin, weiß niemand. Dies ist ein Polizeieinsatz gegen einen BBC-Reporter. Gestern Abend in Shanghai. Demonstranten filmten den Vorfall. Schaltet das Konsulat ein, ruft er noch der Menge zu. Für einige Stunden wird er anschließend auf der Polizeiwache festgehalten. Die Reaktion von Chinas Regierung? Der Reporter habe sich falsch verhalten. Der betreffende Journalist wies sich nicht als Journalist aus und legte auch nicht freiwillig seinen Presseausweis vor. Die örtlichen Polizeibeamten überredeten die Anwesenden, den Ort zu verlassen. Diejenigen, die sich weigerten zu kooperieren, wurden dann weggeschickt. Jede Form der Aufmerksamkeit für die Proteste soll verhindert werden. Entsprechend hört man in den chinesischen Nachrichten kein Wort darüber. Aus den sozialen Netzwerken hier verschwindet jeder Hinweis innerhalb von Minuten. Videos können nicht mehr angezeigt werden. Gegenüber ausländischen Medien sagt der Außenamtssprecher, es gebe überhaupt keinen verbreiteten Widerstand gegen die Null-Covid-Politik. Was Sie hier erwähnen, entspricht nicht dem, was tatsächlich geschehen ist. Protestaufrufe gab es auch in anderen Städten. Aber so wie hier in Peking scheint die massive Polizeipräsenz Demonstrationen zu verhindern. Tja, und das wollen wir heute natürlich vertiefen, und zwar mit dem China-Experten Miku Huotari. Er ist Direktor des Mercator Institutes for China Studies. Guten Abend, Herr Huotari. Guten Abend, Frau Mioska. Hat es Sie überrascht, dass sich ein Überwachungsstaat wie China plötzlich von so vielen Protesten überrumpelt sieht? Wir haben in China jeden Tag Proteste. Die sind nicht vom Westen so sehr in der Aufmerksamkeit. Aber das Ausmaß der Proteste, die Verflechtung über die Provinzen hinweg, auch die Art und Weise, wie verschiedene Gesellschaftsgruppen hier sichtbar geworden sind, das war in der Tat eine Neuerung. Allerdings hat sich dieser Protest, diese Welle auch in den letzten Wochen und Monaten durchaus angedeutet. Und wie könnte diese Welle weitergehen? Ein Protest gegen diese Null-Covid-Politik ist ja in Wahrheit auch immer ein Protest gegen den Überwachungsstaat insgesamt. Kann das dem Regime gefährlich werden? Erstmal wird in den nächsten Tagen, und das zeigt sich jetzt schon, sozusagen die Kraft des Sicherheitsstaates Chinas erstmal sichtbar werden. Polizeiaufgebot wird dramatisch hochgefahren in den Großstädten, an den Stellen, wo Proteste zu erwarten sind. Die Kontrolle in den Medien, in den sozialen Medien wird hochgefahren. Insofern ist damit zu rechnen, dass diese erste Welle erstmal abebbt und so konkret gar nicht mehr wirkkräftig sein kann. Ist das eine Gefahr für Xi Jinping selbst? In dieser Form sicherlich noch nicht. Es ist aber eine schleichende und immer wachsende Unzufriedenheit, die sich in dieses System jetzt reinfrisst. Was sind das für Leute, die auf die Straße gingen? Vor allem Studentinnen oder auch der Mittelstand? Wird das organisiert? Es ist eine breite Mischung. Es scheint im Moment nicht so, als ob es in irgendeiner Form zentral oder auch nur lokal besonders koordiniert ist. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass natürlich alle von diesen Maßnahmen betroffen sind. Die ganze Bevölkerung ist letztlich müde, ob der Corona-Politik, der Führung. Und insbesondere jetzt nach dem Parteitag hatten viele die Hoffnung, dass es besser wird, dass Maßnahmen getroffen werden, dass man langsam aus dieser Krise herauskommt. Und nun laufen viele eben auf einen harten Winter zu. Studenten waren hier sehr aktiv, aber es sind einfache Bürger, es ist die Mittelschicht, die hier wirklich tatsächlich genervt von dieser Politik ist.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Peking reagieren? Heute hören wir, man würde eine dynamische Null-Covid-Politik ausüben, so war das Zitat. Ist es denkbar für Sie, dass die Partei ihre strikte Null-Covid-Politik am Ende doch aufweichen wird, weil sie merken, dass sie die Menschen nicht mehr einsperren können? Es gibt Anzeichen dafür, dass die Politik, und das hat sie in den letzten Wochen ja schon angedeutet, sozusagen die Irrationalität vieler Maßnahmen versucht einzudämmen. Da geht es darum, dass nicht jeden Tag und überall Tests durchgeführt werden müssen. Da soll es jetzt auch darum gehen, dass es nicht wieder dazu kommt, dass beispielsweise Feuerschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, dass ganze Blöcke weggesperrt werden. Das sind alles Dinge, die die Führung schon angekündigt hat, etwas anders handhaben zu wollen. Insofern kann sie auch sozusagen gesichtswahrend aus diesem Konflikt und dieser Protestwelle rauskommen. Denn in der Tat würde es darum gehen, Maßnahmen jetzt umzusetzen, die schon lange angekündigt worden sind. Bei seinem Besuch in China hat der deutsche Kanzler ja auch den Impfhersteller BioNTech mitgenommen. Und Deutschland bietet ja auch Hilfe ganz konkret an beim Impfen. Werden die Chinesen das annehmen oder ist dieser Gesichtsverlust zu groß? Das ist jetzt ein Test für die Führung. Erstmal ist nicht damit zu rechnen, es gibt wenig Anzeichen dafür, über diese Zulassung vielleicht für Expats, für Ausländer in China, die ja angedeutet worden ist auf dem Besuch zuletzt. Im Moment sieht es so aus, als ob die Führung weiterhin auf ihre eigenen Impfstoffe setzt, die ja gar nicht so schlecht wirken, wenn sie denn tatsächlich systemisch und breit stattfinden würde. Es braucht eine Impfkampagne, es braucht eine, die auch auf die ältere Bevölkerung zielt. Und nur wenn das geschieht, letztlich egal mit welchem Wirkstoff und Impfstoff, dann kann es hier zu einer Besserung kommen. Warum haben Sie das noch nicht gemacht? Warum noch keine groß angelegte Impfkampagne mit eigenen Impfstoffen? Das ist eines der großen Rätsel, wenn man versucht, China zu verstehen. Im Moment scheint es so, dass die Führung da noch von ihrem Impfnationalismus, so kann man es, glaube ich, nennen, Gebrauch macht und dieses Problem selbst in den Griff bekommen will. Da geht es natürlich auch darum, dass hier die heimische Industrie gestärkt werden soll, dass man nicht abhängig sein will von ausländischen Impfstoffen. Das sitzt tief. Da geht es auch darum, dass die Führung versprochen hat, diese Krise besser in den Griff zu bekommen als der Westen. Sagt der China-Experte Miko Huatari. Herr Huatari, danke für das Gespräch. Vielen Dank.